Oh Gott, habe ich dieses Infovideo lange versprochen und endlich kommt es mal. Ach ja, ich habe endlich mal Zeit gefunden, beziehungsweise Motivation, beziehungsweise irgendwas. Ja, okay, ich bin Lotre und das ist ein generelles Infovideo. Im Hintergrund seht ihr derzeit Gameplay zu Bioshock Infinite zum DLC Clash in the Clouds, weil ich wollte natürlich vom Let's Play noch nichts vom Hauptspiel zeigen, aber ihr seht vielleicht im Hintergrund schon mal, wie das Spiel ungefähr aussieht, falls ihr es noch nie gesehen habt. Ja, es sind also keine Spoiler, man sieht nur ein bisschen ein paar Gegner, das Kampfsystem und alles weitere, also kein Problem. War eigentlich mal ein Aufnahmetest, aber ich dachte mir, das kann ich für dieses Video ganz gut verwenden. So, jedenfalls, was will ich in diesem Video ansprechen? Und zwar als erstes mal, warum kommen eigentlich derzeit so wenig Videos von mir? Das waren doch mal mehr und alles mögliche, ja. Einer der Hauptgründe ist auf jeden Fall mal, dass ich derzeit ziemlich wenig Motivation habe, irgendwas zu machen, also... nicht falsch verstehen, ich habe immer noch genug Spaß, solche Videos wie dieses hier zu machen und dazu zu reden. Also es macht mir ja alles Spaß und ja, Videospiel macht mir auch Spaß. Das Problem ist, ich habe generell wenig Motivation derzeit irgendwas zu machen, auch irgendwas zu lernen oder sonst irgendwas. Ja, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass mein Privatleben derzeit ein bisschen stressig ist. Ich habe vor circa einem Jahr ein Studium angefangen, nämlich im Bereich angewandte Informatik. Nur das Problem ist, dass das alles mir viel zu theoretisch ist. Ich bin ja mehr der kreative Mensch, deshalb mache ich auch Videos, auch wenn jetzt Let's Play nicht so kreativ ist, weil 10.000 andere Leute auch machen. Aber egal. Jedenfalls, ich mache lieber das Kreativere und das ist halt zu theoretisch. Ich meine, ich will ja lernen, wie man mit einem Computer umgeht. Ich will nicht lernen, wie man einen erfindet, wenn man es übertrieben formuliert. Naja, jedenfalls, sowohl derzeit bin ich eben auf Jobsuche jetzt, weil das Studium, das will ich nicht mehr weitermachen, weil es mir zu theoretisch ist. Ja, und das hat dann auch ein bisschen mit meiner Motivation zu tun. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, warum so wenig Videos kommen. Weil zum Beispiel Stanley Parable habe ich ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wenn ich als ich den ersten Part hochgeladen habe, das Datum jedenfalls, innerhalb von 3 Tagen habe ich da das gesamte Spiel aufgezeichnet und die sind ja stark verteilt hochgeladen worden. Und zwar liegt das an meinem Internet. Das Problem ist, das Internet in unserem Haus nutzen immer 3 bis 4 Leute. Und wenn ich da, das ist nicht besonders gut, das Internet dazu gesagt, erstens dauert ein Video ewig, bis es hochgeladen ist, wirklich 3-4 Stunden für einen Stanley Parable Part, der 15 Minuten lang ist. Und das Problem ist auch, dass dann kaum ein anderer außer mir das Internet verwenden kann. Das heißt, ich habe die Videos entweder über Nacht hochgeladen oder wenn sonst niemand zu Hause ist. Vielleicht haben wir mal besseres Internet, vielleicht ziehe ich auch irgendwann mal um und habe mein eigenes Internet. Wer weiß, jedenfalls versuche ich das so gut es geht zu regeln und vielleicht in Zukunft ein bisschen regelmäßiger was hochzuladen. Aber ja, das sind wir schon beim nächsten Thema. Und zwar, wie meine Videos in Zukunft aussehen werden. Und zwar... will ich jetzt eher weg von so normalen Projekten und Playthroughs, also wo ich sage, ja, ich spiele das Spiel jetzt von Anfang bis Ende durch und das war's jetzt. Von dem will ich eher irgendwie wegkommen, weil das Problem ist, wenn man ein Spiel anfängt, dann hat man eine gewisse Zeit Bock da drauf, aber irgendwann hat man dann nicht mehr wirklich Lust, das weiterzuspielen. Ich weiß zum Beispiel, Ali hat mal Ocarina of Time angefangen, aber da sagt er irgendwann, nee, jetzt hat er doch keinen Bock mehr, das weiter zu Let's Playen. Und ich kenne das Gefühl und das habe ich sehr oft und manchmal zwinge ich mich dann praktisch durch Projekte durch, obwohl ich die gar nicht mehr so wirklich weiterspielen will. Ich meine, bei Bioshock war das nie der Fall, aber es war so ein Fall. Puh. Ich glaube, Wario Land The Shake der Menschen hatte ich eigentlich versprochen, die Bonus-Videos auch irgendwann zu machen. Das Problem ist, ich hatte da irgendwann ziemlich Probleme mit meinem Videograbber und habe das Ganze halt so gut wie aufgegeben. Ich verdränge das mal. Ja, was habe ich stattdessen vor? Ich will stattdessen eher so einzelne Videos, wie zum Beispiel Search and Simulator, dieses eine Random Gaming Video, das ich mal gemacht habe. Eher so in dieser Art Videos machen, also wo ich ein Spiel, das ich finde, mal anspiele, ein oder zwei Videos dazu mache, Spaß habe, die lustigsten Szenen vielleicht rausnehme. Das ist, denke ich, für den Zuschauer auch viel lustiger, als wenn man sich denkt, Gott, jetzt muss ich da 50 Parts von einem Spiel angucken. Nee, das tue ich mir nicht an. Und ja, jedenfalls will ich da dann, ja, ich habe Random Gaming schon lange angekündigt, es kam nur ein Video. Aber ja, ich will öfters sowas machen. Vor allem, was ich auch neu machen will,
Da bin ich inspiriert worden von einem User, kennen vielleicht einige von euch. Er heißt German985 oder 985, je nachdem in welcher Sprache man das ausspricht. Der macht öfter genau. Der macht öfter mal Team Fortress 2 Videos und also das läuft dann im Hintergrund und im Vordergrund redet er aber über ein komplett anderes Thema. Und das finde ich eigentlich eine gute Idee, weil mir passieren oft Sachen im Real Life, wo ich mir denke, hey, das könnte ich eigentlich mal in einem Let's Play erwähnen. Das ist eine total lustige Geschichte, die ich eigentlich mal anderen erzählen kann. Oder vielleicht Gedanken, die ich mir einfach im Alltag gemacht habe. Nur das Problem ist, sobald ich den Aufnahme-Button drücke, habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. In dem Infovideo weiß ich auch nur, was ich sagen will, weil ich gerade einen Texteditor offen habe, wo ich mir das alles zusammengeschrieben habe. Und ja. Jedenfalls in Zukunft will ich auch öfter solche Videos machen, wenn ich dazu komme. Sorry, falls es jetzt wieder ein bisschen dauert, bis da was kommt. Aber ja, ich habe die Gründe genannt, warum eher selten was kommt. Aber ich will auf jeden Fall regelmäßiger, als ich es jetzt mache, was hochladen. Was ich auch noch vorhabe, und zwar, ich spiele ja nicht nur, um aufzunehmen. Ich spiele auch öfter in der Freizeit Team Fortress oder Payday 2 oder sonst irgendwas. Nur, wie viele von euch wissen, bin ich Österreicher und wenn ich da mit Freunden, die auch Österreicher sind, spiele, dann rede ich meistens so im Dialekt oder so. Also so, wie ich gerade geredet habe. Aber trotzdem passieren oft Sachen, die einfach lustig sind. Deswegen werde ich öfter auch einfach in der Freizeit nebenbei die Aufnahme laufen lassen, falls irgendwelche lustigen Szenen passieren. Das Ganze wäre dann halt einfach im Dialekt und da ist jetzt die Frage, ob ihr den Dialekt überhaupt darin versteht, ob ihr versteht, was überhaupt abgeht. Ich kann das schlecht beurteilen, wie Leute, die in Deutschland leben, eben Dialekte, die aus Österreich kommen, verstehen. Aber ich werde jetzt erstmal die Videos einfach so hochladen und mal gucken, ob da Leute sagen, was, ich verstehe nichts oder so. Dann mache ich vielleicht Untertitel beim nächsten Video dann dazu. Aber ja, übrigens, ich würde euch bitten, zu den genannten Themen auch sofort zu kommentieren. Also egal, ob ihr das Video schon fertig geguckt habt oder nicht. Kommentiert am besten zu dem Thema jetzt schon, was ihr dazu meint, zu den einzelnen, weil wenn ihr erst das Video fertig guckt und dann am Ende kommentiert, dann habt ihr die Hälfte schon wieder vergessen. Ich habe das beim letzten Infovideo gesehen, da wurde am meisten auf den letzten Punkt, den ich angesprochen habe, eingegangen, auf die anderen Punkte gar nicht. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr vielleicht jetzt gleich einen Kommentar dazu schreibt, wie ihr das finden würdet. Also wenn ich Team Fortress Gameplay hochlade, wo ich einfach über irgendein Thema im Nachhinein dazu rede. Oder halt natürlich nicht nur Team Fortress, sondern auch von anderen Spielen Gameplay, wie jetzt auch von Bioshock. Und wie ihr solche Freizeitvideos im Dialekt finden würdet, ob ihr da vielleicht euch Untertitel wünschen würdet, ob ihr das eine lustige Idee findet, ob ihr sagt, nee, das ist scheiße, das schaue ich auf keinen Fall an, die Abo oder so. Aber ja, wenn ihr das jetzt eins zu eins schreibt, dann seid ihr nicht lustig. Okay. Jedenfalls, trotzdem will ich noch vereinzelt, sehr vereinzelt, noch normale Let's Plays machen. Also Bioshock Infinite habe ich ja schon lange versprochen. Und was wäre ich, wenn ich das jetzt nicht Let's Playen würde? Natürlich auch mit Burial at Sea, also mit den zwei DLCs. Nur, ich sag nur schon vorneweg, ohne es sich falsche Hoffnung zu machen, Bioshock Infinite hat ja deutsche Sprachausgabe, da ist das kein Problem, aber Burial at Sea hat nur englische Sprachausgabe, da spiele ich das Ganze dann mit deutschen Untertiteln. So, jetzt komme ich zu dem anderen Projekt, was ich versprochen habe, nämlich Rayman 2. Da gibt es ein paar Probleme. Und zwar, wie ihr wisst, ist Rayman 2 relativ alt. Älter als Mr. Krabs. Es ist eher, nee, nicht ganz so alt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls alte Spieler laufen. Spieler, genau. Alte Spiele laufen auf neuen PCs kaum, beziehungsweise gar nicht. Vor allem, weil immer neue Grafiktreiber rauskommen. Und irgendwann kam ein Grafiktreiber-Update raus, was dann meinte: So, wir machen jetzt den Rayman 2 kaputt. Pech gehabt, Lord 3D. Naja, und seitdem ist es so: Manchmal funktioniert Rayman 2, wenn ich starte, manchmal nicht. Ich kam jedenfalls noch nicht mal dazu, einen Aufnahmetest zu machen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das Aufnahmen nehmen kann oder sonst irgendwann. Und ja, so gut. Wie gesagt, gleich kommentieren, was ihr dazu findet, weil sonst vergesst ihr das. Wird mir ja genauso so gehen. Ihr könnt mir natürlich jederzeit vorschlagen, was für Spiele ich mal anzocken könnte. Vor allem, wenn ich jetzt eh immer nur so ein bis zwei Videos mache, ist es wahrscheinlicher, dass ich mal ein Spiel wirklich, dass ich dazu ein Video mache. Also, ihr könnt mir jederzeit Sachen vorschlagen, außer, nee, ich sag jetzt gar nicht außer was, weil sonst kommen lauter Leute, die sich für unglaublich
witzig halten und genau das vorschlagen. Deswegen, ist egal. Jedenfalls könnt ihr mir jederzeit vorschlagen, ob ich irgendwas anzocken soll, ob ihr es lustig bei mir finden würdet, etc. Wie ihr wollt. Ich bin über jeden Vorschlag froh, weil dann muss ich mir nicht selber was suchen. Und ich weiß, dass es zumindest einer von den Zuschauern sehen will. Ich mache ja die Videos erstens, weil es mir Spaß macht und zweitens, weil ich euch irgendwie zum Lachen bringen will oder sonst irgendwas. Oder vielleicht einfach, weil es interessant ist. Wer weiß, warum ihr meine Videos anschaut. Was für eine psychische Krankheit ihr haben müsst. nee, verstreicht den letzten Satz. Jedenfalls, ihr könnt natürlich auch vorschlagen, wenn ich jetzt, ich will ja viel öfter Team Fortress 2 Videos aufnehmen, weil das mein absolutes Lieblingsspiel ist. Ich habe fast 2000 Stunden reingesteckt. Da könnt ihr mir natürlich auch bestimmte Sachen vorschlagen. Zum Beispiel, wollt ihr mal, dass ich bestimmte Maps zocke oder mit bestimmten Items spiele als eine bestimmte Klasse. Falls ihr was Bestimmtes sehen wollt, wie ich mich schlage oder sonst irgendwas, gerne, gebt mir Vorschläge. Ich meine, bei den Maps ist es so, dass ich generell am liebsten offizielle Maps spiele, also Maps, die ich mir nicht extra downloaden muss, weil ziemlich viele Maps, die man sich extra downloaden muss, sind dann mit Farben überschüttet und man bekommt Augenkrebs schon alleine beim Spielen und den Zuschauern will ich das dann erst recht nicht antun und ich frage mich, warum finden diese beschissene Maps so viele Spieler gut? Warum ist der Server voll mit 32 Spielern und sagt, disconnect. So geht's mir oft bei Maps, die man sich downloaden muss. Ja, ich meine, ja. Okay, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Gott, ich bin heute so daneben irgendwie. Ich kann keine vernünftigen Sätze formulieren, egal. Gott, schon so lange aufgenommen, das Infovideo ist viel zu lang, das wird ja langweilig. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte. Allgemeines Feedback freut mich natürlich immer am besten zu bestimmten Abschnitten im Video. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, die Szene bei 8 Minuten, das fand ich total lustig oder so. Egal, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr irgendeine bestimmte Stelle gut findet, sowas finde ich, solche Kommentare finde ich immer am besten, weil dann kann ich selber vielleicht nochmal drüber lachen und weiß, ach so, das war lustig. Das habe ich ja gar nicht gecheckt und so. Und ja, Fanart könnt ihr mir sowieso jederzeit schicken, das sage ich nur, weil ich schon lange in meinem Ordner ein bisschen Fanart habe von einem gewissen Kevin Kerbel, der mir das über Facebook geschickt hat. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch Fan von mir ist, mir kommt fast den Namen, habe ich trotzdem immer wieder gelesen. Die will ich jetzt einblenden, wenn ich es nicht vergesse, aber ich denke nicht. Und der hat da ein paar Fanarts gemacht. Vielen Dank jedenfalls dafür. Bei wem wollte ich mich noch bedanken? Bei Redstone Tester. Oder auch Nintendo Zocker 360, weil der hat mir vor langer Zeit mal Borderlands geschenkt. Da wollte ich mich auch noch öffentlich bedanken, falls du das siehst. Danke. So, und jetzt habe ich noch was für Leute, die einen Steam-Account haben. Und zwar, ich bekomme immer wieder Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Leuten auf Steam. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das wirklich wegen meinem YouTube-Account ist, ob die einfach sehen, was, der ist in der Freundesliste von iBlali, den muss ich jetzt adden und alles mögliche. Aber ich nehme nie einen an, alleine aus diversen Gründen, weil ich hatte schon Leute, die dann irgendwie alle 2 Monate zu mir herkommen und meinen, hey, ich habe heute Geburtstag, was schenkst du mir? Oder eben, was ich schon öfter gesagt habe, hey, bist du der echte Lord Abaddon? Und ja, sowas sehe ich dann nicht gern. Und aus solchen Gründen und Scam-Gründen und allen möglichen füge ich halt keine Freunde mehr zu Steam hinzu. Aber ich habe vor kurzem eine Steam-Gruppe gemacht. Die heißt einfach auf SteamLord3D. Ich habe sie auch in der Beschreibung verlinkt und jetzt wahrscheinlich den Link auch am Bildschirm irgendwo stehen. Dieser Gruppe kann jeder von euch beitreten, wie er will. Und derzeit sind nicht so viele Mitglieder drin, weil ich sie ja noch nicht in einem Video angekündigt habe oder so. Jedenfalls, das ist eure Chance, falls ihr mal mit mir chatten will. Wenn das Interesse da ist, sprich, wenn die Gruppe viele Mitglieder hat, können wir immer wieder so Chatrunden machen, wo ich in den Gruppenchat reingehe und ihr könnt alle mit mir schreiben und ja, dann braucht ihr mich nicht privat belästigen, auch wenn es hart klingt. Das ist dann so ein öffentlicher Chat für alle, wo alle mitmachen können und natürlich könnt ihr dann auch jederzeit sehen, ob ich gerade was spiele in der Gruppe, ob ich gerade in einem Team Fortress Server bin. Ihr könnt mir jederzeit nachchatten und alles mögliche und mitspielen, wie ihr wollt. Weil auf jeden Fall schon einige Leute mit mir zocken wollten, das wollte ich sagen. Und ja,
Das sollte euch durch die Steam-Gruppe dann leichter fallen. Also wenn ihr Interesse habt, ihr könnt gerne joinen und ja, vielleicht können wir auch mal ein bisschen Spaß haben miteinander. Okay, creepy love. Jedenfalls, das war so ziemlich alles. Gott, über 15 Minuten, das Video so lang wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Vielleicht schneide ich das noch zusammen. Jedenfalls, das war es erst von mir. Ich trinke jetzt mal meine eisgekühlte Coca-Cola. Ein paar Videos habe ich schon parat. Die kommen dann in den nächsten Tage, Wochen, wann es mein Internet zulässt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Sommeranfang und viel Spaß auf meinem Kanal. Danke fürs Zuhören und danke für jeden Kommentar, den ihr macht. Und ja, ich will jedenfalls wieder mehr machen und jetzt bald auch mal wirklich mit Bioshock Infinite anfangen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!